nur noch mehr Geld verschwenden. Was riecht hier so komisch? Hallo! Sieh dich an! Nur Haut und Knochen! Schleichst du trübselig über den Markt! Du brauchst eine warme Mahlzeit, dann geht's dir gleich besser. Also, hast du Hunger oder was? Nein, danke. Ich hatte heute schon eine große Portion Eiweißpaste. Alle täglich nötigen Nährstoffe, aber kein Geschmack. Ich würde niemals was Beiges essen. Ich bin die ganze Rotation hier, falls du es dir überlegst. Wir haben doch ein Ticket für irgendwas bekommen. Jetzt sollten wir da mal hingehen. Hoffentlich ist Cosmo im Büro. Und hinten war Drex. Geh weg. Sieht nicht geschlossen aus. Siehst Anzug? Nowhere Security. Super offiziell. Nimm anderen Weg. Gasse. Gasse. Ich muss wirklich dringend zu Cosmo. Cosmo nicht im Turm. Er dort draußen, Star-Lord. In Gasse. Moment. Woher kennst du meinen Namen? Geh. Oder geh im Cosmo-Gefängnis. Deine Wahl. Kriegen wir erstmal einen Besuch im Gefängnis. Hatten wir lang nicht mehr. Wir wurden lang nicht mehr verhaftet. Drex, Lust drauf. Drex, Kumpel. Ist alles okay? Glaubst du, das hier ist der Rand des Universums, Peter Quill? Ja. Ja, weil es so ist. Und Drex kann man den Riss konzentrieren. Also, das ist, was du tun musstest? Aufs Beobachtungsdeck gehen und den Riss betrachten? Nein. Ich wollte das Andenken an meine Familie ehren. Sie starben ohne Sinn. Ohne Ehre. Ich weiß, was du meinst, Mann. Meine Mom. Dass die Chitauri kam. Sie ist auch ohne Grund gestorben. Einfach. Erschossen. Aber sie ist jetzt in einem besseren Ort. Oder? Laut Kateth-Religion muss man zum Erlangen von Ultath ein Leben führen, das einen Zweck hat. Wer dabei scheitert, den erwartet die Verbannung nach Sarduth. Unsere Familien wurden aus dem Paradies verjagt, Peter Quill. Ins Nichts. Leben hat doch einen Zweck. Wow, wow, warte. Wo meine Mom auch ist, sie ist nicht irgendwo im Nichts. Sie war ein guter Mensch. Wie weißt du das? Ich weiß es einfach, okay? Wenn überhaupt, dann ist sie im Himmel. Weil sie es nicht verdient, einfach so zu verschwinden. Wenn es dir nichts ausmacht, Peter Quill, dann würde ich jetzt gern allein sein. Oh, ja, klar. Klar, Mann, kein Problem. Wir sehen uns dann auf dem Schiff. Ah, ja. Irgendwie traurig. Na, dann gehen wir mal durch eine dunkle Gasse.
Was soll doch schon schief gehen? Oder wir versuchen da mal durchzugehen. Okay, wir gehen da nicht durch. Dann gehen wir durch die gute Gasse. Mit Musik gehört. Weiter geht's. Ja, wo kommen wir denn hier ran? Hier lang. Cosmo? Bist du da drin? Cosmo? Oh. Klar, überhaupt nicht seltsam. Cosmo ist bestimmt irgendwo in diesem Labyrinth aus verfaulter Gehirnmasse. Okay, ich muss Cosmo finden. Dann kümmere ich mich um das Team, falls ich sie finde. Das ist Gehirnmasse. Hast du Angst, Peter Quill? Ich bin eine unbesiegbare Bestie und fürchte nichts. Du hingegen wirst in diesem Labyrinth untergehen. Ja. Cosmo? Bist du das? Oh, ich hasse Labyrinthe. Vor allem die aus stinkendem Gehirn. Okay, Mann. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Na, tief durch, man würde hier nicht, so wie es hier aussieht. Ich bin Groot. Hör auf, so nett zu ihm zu sein, Knorre Brummelziche. Flank! Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Block für irgendwas ab.
anscheinend hat Zetten was durchgeschafft. Ah, und da ist auch Kinder Klo zu tun. Oh oh. Der Typ, den wir beleidigt haben. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Was haben wir denn da? Pass bloß auf, Star-Lord. Was macht denn ein mistfleckiger Terraner hier draußen, Rossen? Er versteckt sich, Garrick. Ja, Terraner verstecken sich ja immer. Jeder weiß, dass Terraner mickrig sind. Und gut schmecken. Wenn man sowas mag. Wir mögen sowas. Wenn das Kopfgeld nicht wäre. Hey, Leute! Ihr wisst nicht zufällig, wo Cosmos Büro ist, oder? Wenn ich das richtig verstehe, dann seid ihr hinter irgendeinem Typen von der Erde her, hm? Kein Ding, Mann, ich verstehe schon. Die Erdlinge sehen alle gleich aus. Nicht so wie ihr. Euch kann man leicht unterscheiden. Ah, komm auf den Punkt, Terraner. Der Punkt ist, ich kann euch helfen, den zu finden, den ihr wirklich sucht. Terraner sehen alle gleich aus. Aber dieser Terraner hat ein Wort auf dem Rücken stehen. Wie es im Steckbrief heißt. Welches Wort hast du da auf dem Rücken? I love nowhere. Oder vielleicht auch Star-Lord. Wie auch immer. Auf ihn! Ach du Scheiße. Sieht ganz gut aus. Die Rüstung sieht aber ganz gut aus. Mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben Jacken. Ja, aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Ach, Heiliger. Moment. Wollte Lady Angel tot oder lebendig? Sieht eher nach tot aus. Lady Age? Was auch immer Lady Hellbender euch bezahlt, ich verdopple es. Keine Chance. Niemand verärgert Lady Age. Das Dreifache. Ich verdreifache. Jetzt hat er Angst, Rossen. Du wirst sein Feind. Würde es helfen, wenn ich mich entschuldige? Komm her, damit wir das Kopfgeld kassieren können. Oh no. Zeit für den Stiefel. Oh. Okay, das lief nicht so wie geplant. Ich muss mir ausweichen. Und einen Weg finden, die zu besiegen. Das kann was werden. Wir sollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben Jacken. Ja, aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Wollte Lady Agent tot oder lebendig? Um Ruder trennen und Panzerung zu deaktivieren, schalten es drin, solange Panzerung deaktiviert ist. Okay. Lady Age? Das ist ein was guter Plan. Immer Lady Hellbender euch bezahlt, ich verdopple es. Keine Chance. Niemand verärgert Lady Age. Jetzt müssen wir es aber erstmal hinkriegen. Ich verdreifache. Jetzt hat er Angst, Ross. Wie sollen wir die voneinander trennen? Hey, wir sind jo, ziemlich das am Arsch. Ist ein großes Missverständnis. Ja. Du wirst erstattet, Terraner. Ja, wie soll ich den denn ausweichen? Soll ich die einfrieren? Vielleicht kann ich die einfrieren. Ausweichen kann ich die nicht wirklich. Na, fantastisch. Wir sollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben Jacken. Ach, ja, Scheiße. Aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Wollte Lady Agent tot oder lebendig?
Lady Age? Was auch immer Lady Hellbender euch bezahlt, ich verdopple es. Keine Chance. Niemand verärgert Lady Age. Wie soll ich denn voneinander trennen? Ich verdreifache. Jetzt hat er Angst, Ross. Okay, ich bin am Arsch. Können wir nicht einfach drüber reden? Der Mark hat seine Terraner Angst. Bitte wie? Ich kann den absolut nicht ausweichen. Was zum Fick soll ich? Holy shit. Und darauf habe ich gerade wirklich keinen Bock, das zu erraten. Sekunde. Platzbonus. Tell me how. Das hätte ich kaum Effekte auf die draufhauen. Hey, haben die irgendeine Schwachstelle? Das verstehe ich nicht. Was zum... Einfach ausweichen und ballern. Das bringt genau gar nichts. Okay, ich versuch's noch ein paar Mal. Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben Jacken. Wie weicht man nochmal aus? Aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Sollte Lady Age in Tod. Er ist ausweichen, muss man nicht können.
Lady H? Was auch immer Lady Hellbender euch bezahlt, ich verdopple es. Keine Chance. Niemand verärgert Lady H. Das Dreifache. Ich verdreifache. Jetzt hat er Angst, Boss. Hat irgendjemand an Erfrischung gedacht? Lady H hat gesagt, du bist ein Zack-Zack. Ich hab keine Ahnung. Und vom Schuh geht das einfach. Einfach nur weiter ausweichen und schießen. Und wenn selbst der Rotschuh nicht bringt. Wir sollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben Jacken. Oh, scheiße. Aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Wollte Lady H. Ich bin so am Arsch. Oder lebendig. Lady H? Was auch immer Lady Hellbender euch bezahlt, ich verdopple. Keine Chance. Muss ich springen möchte im Moment, oder? Das Dreifache. Ich verdreifache. Ich versuch's mal. Ja, das. Lösung gefunden. Würde es helfen, wenn ich mich entschuldige? So machen wir unsere Units. Jetzt haben wir noch nichts. Okay, jetzt wollen wir noch keinen Schaden machen, aber. Irgendwie eine Möglichkeit. Zumindest ein bisschen länger zu überleben. Okay, jetzt haben wir keinen Schaden hinzufügen. In Rüstung, aber. Okay. Wir sollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben Jacken. Ja, aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Wollte Lady H in Ah, scheiße. Oder lebendig? Lady H? Was auch immer Lady Hellbender euch bezahlt, verdopple. Keine Chance. Niemand verärgert Lady H. Das Dreifache. Ich verdreifache. Jetzt hat er Angst, Rossen. Oh, scheiße. Da sollte man nicht stehen. Wollen wir vielleicht erst darüber reden? Vielleicht bei einem Joker-Dog? Jetzt fällt nicht mal den Mund! Hey, Jungs! Das ist ein großes Missverständnis! Du hättest dich nicht mit Lady Edge anlegen sollen! Oh. Okay. Time out. Okay, die Phase haben wir geschafft. Alter, ich bin irgendwie außer Puste. Jungs, ist es völlig klar, dass wir gleich stark sind? Ha, sind wir nicht. Wir sind absolut unbesiegbar. Oh, das ist blöd. Aber wir sind doch alle Profis hier, oder? Stimmt's? Wir finden bestimmt eine Lösung. Der Mauer. Peter, schieß jetzt! Wir müssen sie auseinanderhalten! Du musst sie trennen, bevor du schießt, Peter! Oh no. Sie haben diese Falle schon vor einer Weile aufgebaut. Beweg dich nicht so viel! Halt ihn fest. Victor! Diese Rüstung kommt immer dann, wenn sie zusammenstehen! Okay. Zeig uns dein Schwert! Es tut auch nicht weh! Sie haben uns beobachtet, seit wir auf Nova gelandet sind! Der kommt! Oh oh! Ausweichen. Diese Typen schlucken die Kugeln einfach! Ja. Schnitt sie auf! Schnitt und Ed! Treffen. Aufpassen! Ja. Sie haben uns beobachtet, seit wir auf Nova gelandet
Rüstung. Wer es mal einen besiegt, dann ist da oder sowas von. Am Arsch. Ach du Scheiße, Hilfe. Zeigen wir diesen Clowns, was wir drauf haben. Rüstung ist für Fackelringe. Steh ihr nicht der Weg, Takul. Was ist los? Keine Rüstung mehr. Wir haben gleich. Wie viele von diesen Typen gibt's überhaupt? Mach dein Ding weg! Mach dich bereit und heult! Sehr schön. Was zum... Peter! Nicht so schön. Was passiert hier? Gute Frage. Wir haben was verloren. Zum Na komm, na komm, na komm. Na komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Oh, natürlich erinnerst du dich daran. Wenn ich frage, hast du dein Essen dabei, guckst du wie ein Schaf, wenn's blitzt. Ich pass auf mich auf, Ma, das mache ich doch immer. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her. Ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Das haben wir doch schon geholt. Nicht gemeinsam aufgemacht. Aha. Klar, dass du nicht wartest. Weißt du, was Geburtsrecht heißt, Peter? Das ist, was das zu dir gehört. Wie dein Name. Bevor dein Vater wieder ins All geflogen ist. Ach, Mann. Ich weiß, es klingt verrückt und du wolltest mir nie glauben, aber es hat sich was geändert. Und ich brauche dein Vertrauen mehr als jemals zuvor. Und das hilft vielleicht. Wow. Ganz langsam, Cowboy. Die gehörten deinem Vater. Ich dachte, er hätte die zu unserem Schutz dagelassen. Aber es könnten auch Briefbeschwerer sein. Aber wenn sie es schaffen, dich davon zu überzeugen, wer er wirklich war, dann sind sie vielleicht Schutz genug. Schutz wovor denn? Dein Vater war nicht nur von einem anderen Planeten, er war jemand Bedeutendes. Und als solcher hat man Feinde. Was meinst du mit jemand Bedeutendes? Er war ein König. Über eine ganze Welt. Das ist eine Untertreibung. Namens Bartex. Sehr weit entfernt. Und er war ein großartiger König. Und wie du dich um andere kümmerst, zeigt mir, dass du auch mal so wirst. Aber herrschen ist niemals leicht.
Dein Vater ging weg, um uns zu beschützen. Das hat 13 Jahre funktioniert. Aber jetzt ist etwas unterwegs. Wir werden beobachtet. Mom, wenn du unbedingt ein Spiel spielen willst, dann sag es doch einfach. Windwand. Hoffentlich irre ich mich, Peter. Das meine ich ernst. Doch als Königssohn, egal auf welchem Planeten, trägst du für den Rest deines Lebens eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich weiß, du bist sehr mutig. Aber du musst auch klug sein. Es kann sehr schnell gefährlich werden. Ich lass mal Kubrick raus. Bin gleich zurück. Der will nicht Gassi gehen. Der war am Tor gefahren. Echt krass. Oh, Scheiße. Nein! Ach du Schande. Da hilft. Die Kanone dieser hat auch nicht weiter. Ich weiß, wie das ausgehen wird. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Ich kann nicht glauben, dass du nicht gelogen hast. Achso, ich kann noch glauben. Die existieren wirklich. Ich will einen davon ausschalten. Scheinbar nicht. Nein!